Vielleicht. Endlich Hallo, mal liebe wieder. Margarete. Ich ist schon wieder viel zu lange her. Dachte ich. Und ja, wir haben heute zusammengefunden, weil im November, den 17., 16.7. oder 17.18.? Well. 16.17. 16.7. war doch richtig. Ein Conscious House, Conscious Rider in Graz, Dobel stattfindet. Und ich war letztens ja bei dir zum Foundation und wir waren dann auf diesem Hof und haben uns das angeschaut. Und es ist wirklich eine Mega-Location. Und die Dame, die diesen wunderbaren Hof hat, die ist wirklich mega und ihre Pferde, also wow. Und wir möchten euch einladen, da zum Conscious House, Conscious Rider zu kommen. Denn Das ist ja ein erstens einmal besonderer Kurs, den es ja nicht so oft erstens einmal überhaupt im deutschsprachigen Raum auf Deutsch gibt. Und wenn irgendwelche anderen Sprachen benötigt werden sollten, dann müsste man das bald sagen, weil es gibt ja Damen, die hätte es gerne auf Englisch, damit wir eben die Übersetzungen auch haben können. Was aber ganz sicherlich kein Problem ist, weil ich habe da schon jemanden, der das machen würde. Und es oh, wie gibt cool etwa ist das? 8 Conscious Horse, Conscious Rider, also bewusste Reiter, bewusstes Pferd, Facilitatoren in der ganzen Welt. Und die einzige deutschsprachige bin noch immer ich. Ja, und wie cool ist das? Und ich weiß, es ist im November, es ist bestimmt nicht ganz so warm, aber ich weiß auch, es gibt nur die falsche Kleidung. So ist es. Und wir haben ja sowieso auf jeden Fall die Sonne eingeladen, dass wir die 2 Tage wirklich schönes Wetter haben. Und ja, es haben sich schon ein paar angemeldet und das wäre echt cool, wenn ihr auch noch dazu kommen würdet. Und ich bin so gespannt. Für mich ist es das erste Mal, ein Conscious Horse, Conscious Rider zu machen. Ich habe gar nichts mit Pferden zu tun. Und seitdem ich halt bei dir auch war und die letzten Monate oder die letzten 2 Jahre wirklich immer wieder ziehen mich Pferde an. Und diese magischen Wesen, die wirklich so anders sind. Und ich freue mich echt riesig auf diesen Kurs, denn es ist so anders. Und es könnte sein, dass du sagst, ach, Pferde, sowas brauche ich überhaupt nicht. So war es, bevor ich 2018 zum Conscious Horse, Conscious Rider Facilitator nach Houston zu Gary auf die Ranch geflogen bin. Ich dachte, naja, den Kurs mache ich für mich und ich kann ja eh nichts mit Pferden. Aber einfach für mich und so. Und es ist weit mehr daraus geworden als einfach nur für mich. Ja. Und das ist in Wahrheit ist ein Conscious Horse, Conscious Rider ist ein Selbsterfahrungskurs. Na, wie bist du mit deiner Energie? Wenn drückst du das in Worten aus, was deine Energie ist und bist du da die Energie, die du sein könntest? Und das werden dir die Pferde ganz genau zeigen, wenn du irgendwo was sagst oder du meinst das gar nicht so aus. Und die Energie so, oh, ich glaube, anstatt, ich bin gestern, vorgestern was vor unserem Wallach gestanden und das Fressen war drin und der hat Einstreu bekommen. Und ich bin nur so vor ihm gestanden und habe gesagt, du musst jetzt da stehen bleiben, du kannst gleich weiter essen. Steh jetzt. Oder ich wäre früher mal, wenn jemand gesagt hätte, so wie gestern, ich sollte mit einer so einem Essen, ne, in so einer Schüssel mit Henkel durch die Herde gehen. Und ich war so, ist das jetzt sehr prickelnd, wenn ich da durch die ganze Herde mit Essen fürs Pony gehe. Und dann habe ich gesagt, also wenn ich da einfach durchgehe und sage, hallo, das geht nicht, dann gehe ich einfach durch und keiner wird mir nachlaufen. Und bis auf ein Pferd ist es gekommen und ich habe gesagt, nope, das ist nicht deins. Und nichts war. Und das sind so Dinge, die ich gelernt habe, wirklich diese Energie zu sein. Ja, weil sonst eine Herde, die gerade wartet aufs Abendessen und reinzugehen und du gehst da mit dem Essen durch, ne, wenn du die Energie von, hey, nicht bist, dann wirst du es ein bisschen schwieriger haben mit diesem Schüsselchen voller Essen.
Und Ja, das und ist ich das. weiß, der Pferdestall, wo deine Pferde stehen, ist sehr groß. Und da gehst du ja da auch immer in der Gasse vorbei mit dem ganzen Futter. Und es ist wirklich spannend, wie anders es ist. Auch die, ja, auch die Reiter zu beobachten, die eben nicht dieses haben, wie sehr bin ich verbunden mit dem Pferd oder wie, was erlaube ich mir zu empfangen? Und das ist, finde ich, auch so spannend. Es ist ja auch ein Kurs, was erlaube ich mir wirklich zu empfangen und was erlaube ich mir zu sein? Wer bin ich dann? Und noch sprichst du mit dem Tier, mit dem Pferd, also mit dem Körper und mit dem Wesen. Wenn du nur mit dem Körper sprichst, kannst du auch gleich gehen. Dann wird das so sagen, okay, die sieht mich gar Und nicht, oder also, wenn man es jetzt in Worte ausdrücken würde. Und vor allem wir haben ja 20 Körperprozesse drinnen. Wir haben ganz viele Clearings wo wir so also mal vielleicht jetzt geglaubt haben oder, ja, bei meinem ersten Conscious House, Conscious Rider Kurs, das war so lustig. Das war in Österreich. Und ich bin dorthin und sage, na, fahre ich halt hin wegen meiner Tochter. Und dann habe ich gesagt, außerdem habe ich hier Angst vor Pferden. Und die Facilitatorin damals, die gibt es jetzt, also ich mache gar kein Access mehr, glaube ich, hat gesagt, Margarete, wer bist du, wenn du vor Pferden Angst hast? Wem gehört das? Und ich so, oh, meine Mutter. Also so lustig, ne? Das sind so Kleinigkeiten, also Großigkeiten eigentlich. ja, und was ich ganz toll finde, es gibt ja keine Voraussetzung, oder? Es gibt keine Voraussetzung. Du musst also nicht irgendwas vorher machen. Du kannst einfach zu dem Kurs kommen und du hast so viele Möglichkeiten, auch ein, ja, noch mehr Verbundenheit mit deinem Körper zu haben. Und ja, ich finde es einfach mega. Mit deinem Körper, also in Wahrheit ist es ja, du kannst auch diese Körperprozesse natürlich dann an allen Tieren anwenden oder auch an Menschen. Für mich ist es so ein Kurs aus so vielen, was mit Wesenheiten kommunizieren, Körper, du selbst sein, Business, dein Leben, in Wahrheit zeigt dir das alles. Ja, und wie viel kann dir auch ein Tier oder ein Pferd deinem Business beitragen? Oh, ja. Ja, und ich finde gerade das ist so mega, zu wissen, was können wir alles damit verändern? Und ich, die Katze springt bei dir hinten gerade hoch. Ja, ist gekommen. Und die ist Meine jetzt mal beiden wieder. Hunde liegen hier nach wie vor. Und ich bin immer so dankbar, wenn die dann da sind und einfach mir diese Energie schenken. Och, ich liebe es, bei dir zu liegen und die freie Zeit zu genießen. Und es ist wirklich mega, wenn wir die Tiere darum bitten, auch uns beizutragen. Ja. Und Und die wollen das ja eh schon immer und lange. ja. Wir müssen es nur auch sein und empfangen. Und das finde ich so cool. Was ist es auch? Was ist das, was du für dich beschlossen hast? Oder was möchtest du verändern mit dem Thema empfangen? Wirklich empfangen zu können. Und Sagst das du, ist auch, gar nichts verändern möchtest. ja, und das ist so cool, wirklich in diesem Kurs, da ist so viel drin und so anders. Wie gesagt, ich freue mich riesig. Wir machen auf jeden Fall wieder unten drunter den Link und ihr könnt euch anmelden. Und bitte, Oder auch Fragen anrufen wegen Unterkunft oder so diesen Dingen. genau. Und auch da können wir euch weiterhelfen. Und ja, ich freue mich. Und wie wird es noch besser als dieses? Und ich, wie gesagt, ich freue mich riesig. Danke dir, liebe Margarete, dass Danke du dir. mich eingeladen hast für das Live. Danke dir, Und Herzlichen. ja, meldet euch an. Danke, danke. Danke, ciao. Ciao.